Willkommen zurück zur neuen Folge Resident Evil. Ich muss gerade, glaube ich, niesen. Gesundheit. So. Ja, danke schön. Bitte schön. Ist weg. Wie oft sind wir da draufgegangen bei der PlayStation 3? Lauf, spring! Lauf, verdammt! Das war zu spät, verdammt, das war meine Schuld, glaube ich. Ja, das war einfach viel zu flott. Okay, nochmal. Genau, das ist immer das, warum man so schnell drauf. Es ist leuchtet auf einmal auf, da ist es. Fertig. Okay, X-Viereck. Dings oben, klar. Ja, genau das. Schuld. Er ist schuld. Ja. So. Ich hab mich verdrückt. Verdammte Scheiße. Also, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Wir haben keine Wahl. So. Ich hätte mich aber auch fast verdrückt. Scheiße. Oha. Danke. Auf. Voll heldenhaftig über Kreuz gesprungen, ne? Wow. Superhelden-Move. Superheldensprung. Das tun wir. Scheiße. Was? Diese Scheiße. Ach ja. Es geht ja noch weiter mit unserer Tomboyler Action hier. Ja. Ach, mit den Laserstrahlen und so, ne? Komm jetzt, ja. Oder? Nee, erst kommt das Umbauen. Das Umdekorieren der Tempelanlage. Hurry up! Hurry up! Chris! Hurry up! Come on! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Chris! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Chris! Hurry up! Hurry up! Hurry up! Chris! Hallo, sie kann mein Gesicht gezogen werden. Ohne ihren Quill. Hurry up, hurry up, hurry up. Chris, woohoo! Oh. Was ist das für eine? Ein Granatwerfer. Sollen wir den mitnehmen? Oh ja, warte mal. Wo bist denn du? Meld dich mal, bitte. Mach mal, gib mir ein Zeichen. Wie denn? Ja, du musst ein Zeichen geben, kannst du doch. Das will ich vergessen, Alter. Mach doch mal Dreieck, dann siehst du mich doch, glaube ich. Inka, bitte, gib mir mal ein Zeichen, wo bist denn du? Da. Granatpfeffer, ich hab gar keinen Platz dafür, so ein Scheiß. Ach so, warte mal. Jetzt schon. Sehr gut. Vorerst. Man weiß nie, wofür man es verwenden kann. So.
Oh, warte mal. Wo bist denn du? Hä? Wo bist denn du? Ja, hier, ne? Come on, 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 come on. Oh, come on, Eileen, come on, Eileen, come on, Eileen. Hallo. Bom. Das war lieber egal, das war schon zu schön. Das ist sehr tough. Das ist ein wunderbarer Leben. Das war doch gut. Was? Das war doch gut. Ja. Du musst mit einer Aufnahme gucken, wie oft ich dich gerettet habe. Weil du so fleißig wie ein Scharfschützengewehr am Schießen gewesen bist und hinter dir sich immer jemand angeschlichen hatte, weißt du? Wo bist du denn? Ich bin hier unten. Du wirst mich schon gleich hören. Das hört sich immer bei so an, wenn du mich hörst. Hurry! Sheva! Come on! Come on! Sheva! Come on! Come on! Sheva! Sheva! Come on! Sheva! Sheva! Come on! Hurry! Come on! Come on! Sheva! Come on! Hurry! Come on! Sheva! Come on! Come on! Come on! Sheva! Come on! Hurry! Hurry! Come on! Das ist geil, ne?
Shova! Roger! Shova! Roger! Come on! Ah, ich muss ja erstmal ganz rüber, ne? Ich weiß, ich wollte dich nur nerven. Oh, warte mal. Oh, schön. Oh, sehr schön. Das sind Papas Munition. Das sind Papas Munition. Ey, lauf nicht mit meiner Munition weg. 6 Schuss? Ernsthaft? Kann ich sie nicht geben? Hast du irgendwas? Ach, nee, das sind Granatwerfer-Munition. Warte mal. Come on! Danke. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Dort. Bleib mal oben, bitte. Ja. Und nerv mich bitte jetzt nicht, okay? Das war dafür, weil du mich nerven wolltest. Wow! Ich habe auch eine Antwort drauf. Ich hab... Ich bin fast down, verdammte Scheiße. Hast du noch was für Medizin? Nee, Medizin. Ja. Soll ich mal runterkommen, dir helfen? Ich hab hier einen großen Partyoten. Was? Soll ich dir mal helfen kommen? Verdammt. Vorsicht. Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Oh, lass mich los, du Kackspinne, Mann! Hey Schatz, rate, wer zum Essen kommt. Gut, lass das Teil mal ziehen. Willst du runter oder ich? Du musst mal Medizin nehmen. Ja, ich kann nichts mehr einsammeln. Warte mal. Du hast noch was, glaube ich. Warte mal. Da oben, du hast noch Medizin. Warte. Scheiße, warte. Warum kann ich das gerade nicht geben? Du voll bist bestimmt, ne? Warte mal, ich lade mal nach. Kannst du es jetzt geben? Kannst du es jetzt geben? Hallo? Kannst du mir es jetzt geben? Was? Kannst du mir es jetzt geben? Weiß ich gar nicht. Warte mal. Schieß ihn mal ab, bitte. Damit, da gewinnst du normalerweise einen Weltkrieg mit, aber nicht hier. Du musst hochgehen. Ja. Oh. So, ich bin da. Schwer. Ist doch erstmal okay. Ist okay.
unsere Views. Ich nerv mal ein bisschen. Hurry! Hurry! Okay, Shova, Roger! Shova. Schon fast aufrecht durchgehen durch dieses Loch und er kommt ja gar nicht durch. Ich weiß nicht, was tut. Wo bist du? Da, hallo. Hallo. Shova, hurry! Hurry! Come on! Keine Angst, Inka, keine Angst. Ach ja. Vorsicht! Toll. Hatten wir das nicht mehr irgendwann mal gehabt, dass wir das irgendwie auf eine höhere Stufe gespielt hatten und das Viech gar nicht platt gekriegt hatten, sind wir weggelaufen, hat uns das immer wieder gefressen, als wir die Treppen hochlaufen wollten? Weiß nicht mehr, aber ich dachte, es wäre hier abgehauen eigentlich. Stimmt, das Szenario gab es auch, dass es einfach abgehauen ist, ja. Ne? Naja, nun auch das nächste mehr. Wo bist du denn da? Hier sind die Kammerjäger. Oh, come on, Kammerjäger. So. Come on! Come on! Oh, come on, Eileen. The preparations are almost complete. Die hat auch so einen geilen Akzent. Then we can leave. Good. Ein bisschen overdressed, ne, für solche Apokalypse. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. Hmm. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy. Resident Evil Revelation 1, da ist auch so ein Kandidat dabei. Eine Taucherin mit solch einem Ausschnitt. Bombs! Und so riesen Möppels. It appears your old friend Chris Redfield has come to pay you a visit.
Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. All die Möbels fast, die fallen doch fast raus, die Möbels, ne? Die Mädels. Das ist sehr kampftauglich. Die Sache ist, wenn du Chris bist und hast solchen Gegnerin, rennst du an mit deinem riesen Maschinengewehr, mit deinen dicken Muskeln. Und dann kommt der Excel entgegen mit solchen Mädels. Die fallen fast raus, denkst du, Der erinnert mich an. Mr. Palmer. I believe I should thank you, Spencer. Ja. Ja, meine Lieben, das war wieder ein super Abschluss hier. Ja, bis zum nächsten Mal, ne?